Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines YouTube-Kanals Sammlerfreak, in dem es nicht nur um die Vorstellung neuer Münzen, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, geht, sondern auch um das breite Thema Numismatik und Münzen sammeln. In diesem Riesenthemenfeld möchte ich euch Informationen zur besseren Orientierung geben. Aus etlichen Kommentaren zu meinen Clips habe ich auch das Interesse an Münzen zur Geldanlage wahrgenommen. Mehrwerte zu erzielen ist über Preissteigerungen der für die Herstellung von Münzen verwendeten Metalle, in der Regel Edelmetalle, oder durch rege Nachfrage nach einer Münze aus Sammlerkreisen. Letzteres betrifft fast immer seltene Münzen, also bei modernen Münzen solche mit einer besonders geringen Auflage. Preissteigerungen von Münzmetallen sind derzeit vorrangig bei Goldmünzen zu verzeichnen. So kosten die ersten Goldmünzen Deutschlands auf dem Sammlermarkt auch inflationsbereinigt ein Vielfaches des ursprünglichen Kaufpreises. Bei Silbermünzen ist dieser Trend vielleicht noch nicht in gleichem Ausmaß zu betrachten. Auch die Münzpolitik und damit der Münzmarkt hat schon seit langer Zeit auf diesen Trend reagiert. So werden seit mehr als 5 Jahrzehnten sogenannte Bullionmünzen angeboten. Und hier sei ein kleiner Einschub erlaubt, bitte verwechselt Bullionmünzen nicht mit Billon-Münzen. Das wäre fatal. Das Billon-Münzen sind genau das Gegenteil von Bullion-Münzen, nämlich Münzen mit einem Materialwert, der deutlich unterhalb des Nennwertes der Münze liegt. Sie waren in Kriegszeiten, wie zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg oder während der Kriegszüge von Friedrich II. Von Preußen, zur Finanzierung unter anderem der Feldzüge gang und gäbe. Friedrich II. Ließ Courantmünzen einschmelzen und sie mit einer minderwertigeren Legierung wieder ausprägen. Die Hauptproduktionsstätte hierfür war die Münze Leipzig, die unter einem Konsortium unter der Leitung von Veitel Heine Ephraim verpachtet worden war. Diese Entwertung war natürlich auch dem Volk nicht entgangen und es bildete sich schnell der Spruch heraus: Außen Friedrich, innen Ephraim, um den Unterschied von Schein und Sein Ausdruck zu verleihen. Aber kommen wir auf Bullionmünzen zurück. Bullionmünzen werden in sehr hoher Stückzahl, zumeist auf Edelmetallen in hoher Konzentration hergestellt. Der Materialwert dieser Münzen übersteigt den aufgeprägten Wert bereits bei Ausgabe erheblich. Dieser Begriff ist somit weitgehend gleichbedeutend mit dem Begriff Anlagemünze. Die im Vergleich mit Sammlermünzen extrem hohe Auflage bewirkt, dass die Prägekosten je Münze gegenüber anderen Prägungen erheblich geringer ausfallen. Und das hat Auswirkungen auf den Ausgabe- und Marktpreis, der in der Regel sehr nahe bei dem Materialwert dieser Münze liegt. Die hohe Auflage macht sie jedoch in der Regel für Sammler uninteressant. Die seit 2001 erfolgenden Goldmünzen der Bundesrepublik Deutschland liegen in ihrem Materialwert von Anfang an bereits deutlich über dem aufgeprägten Nennwert. Auch sie haben im Laufe der Zeit erhebliche Wertsteigerungen erfahren. Sie erfüllen damit eine der Voraussetzungen für Bullionmünzen. Aber wenn man die Marktpreisentwicklung betrachtet, liegen die aktuellen Preise in der Regel oberhalb des Materialwertes. Eine solche Entwicklung ist bei Bullionmünzen allein aufgrund der teilweise extrem hohen Auflagen nicht vorhanden. Da bestimmt der Edelmetallgehalt maßgeblich den Preis. Also sind die deutschen Goldmünzen trotz des Zuwachses im Materialwert wegen der begrenzten Auflage nicht als Bullionmünzen zu betrachten. Eindeutige Bullionmünzen sind der südafrikanische Krügerrand, der kanadische Maple Leaf oder die Britannia aus dem Vereinigten Königreich. Sie werden in hoher Stückzahl teilweise unlimitiert geprägt. Das Einzige, was die Prägung vielleicht etwas komplexer macht und damit die Gewinnspanne des Herausgebers geringer ausfallen lassen könnte, sind die zunehmenden Sicherheitsmaßnahmen, die die Fälschungssicherheit dieser Münzen steigern sollen. Dennoch sind sie in der Regel, abgesehen von einem Händleraufschlag, nur knapp teurer als ihr Materialwert zu erstehen. Aber
Auch hier lohnt es sich dennoch näher hinzusehen. So kann das Jahr 2023 einige Ausgaben der Britannia näher an Sammler als an Bullionmünzen heranbringen, also für reine Münzsammler interessant machen. Was ist so besonders an diesen Ausgaben? Gut, Queen Elizabeth II. Ist im September 2022 verstorben. Ihr Nachfolger wurde der bis dahin ewige Thronfolger Prinz Charles als König Charles III. Da Münzausgaben eines Jahres stets das Konterfei des amtierenden Monarchen zeigen, ist es ungewöhnlich, dass zuerst noch in 2023 Britannia-Ausgaben mit dieser Jahreszahl und dem Bildnis der verstorbenen Königin herausgegeben wurden. Der Grund dafür ist einfach. Die Royal Mint hatte diese Münzen bereits 2022, also zu Elizabeths Lebzeiten im Vorgriff auf das Jahr 2023 geprägt, und man wollte die so entstandenen Münzen nicht einfach vernichten. Natürlich erreicht die Auflage dieser Münze nicht die üblichen Ausgabezahlen der Britannia-Ausgaben. Im zweiten Schritt erfolgte die Umstellung der Wertseite dieser Münze auf König Charles III. Auch diese Münzen stellen noch eine Besonderheit dar, weil sie zeitlich befristet die ungekrönte Büste des Herrschers zeigen. Übrigens, wenn man die beiden Münzen miteinander vergleicht, kann man unter anderem feststellen, dass sich die Blickrichtung des Monarchen verändert hat. Während Elizabeth auf den Münzen nach rechts schaut, ist der Kopf von Charles nach links gewendet. Das ist beim Wechsel eines Monarchen in den meisten Ländern eine übliche Darstellungsweise. Sie ist zum Beispiel auch auf den niederländischen Münzen zu finden. Erst nach der Krönung von König Charles III. Zeigen die nachfolgenden Münzen das nunmehr gekrönte Herrscherbild. Es handelt sich also hiermit um den dritten Britannia-Typ in diesem Jahr. Zwangsläufig ergeben sich aus dem Zeitrahmen der drei unterschiedlichen Prägungen auch unterschiedliche Auflagenhöhen. Und diese dürften für die beiden erstgenannten Münzen geringer liegen als bei der letztgenannten. Damit werden diese Münzen nun auch für reine Münzsammler interessanter, weil sie eine geringere Auflage haben und damit der ideelle Wert der Münze steigt. Und somit liegen sie dicht an der Grenze zwischen Sammler- und Bullionmünzen. Ja, und das soll es eigentlich heute gewesen sein mit dem Ausflug in andere Länder, andere Währungen und Anlagemünzen. Ich hoffe, dass dieses Thema für euch interessant war und ich habe euch vielleicht einige neue und wichtige Informationen geben können. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, vielleicht abonniert ihr, sofern ihr das nicht schon getan habt, diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um zeitnah über neue Folgen informiert zu werden. Jetzt aber danke ich erst einmal recht herzlich für euren Besuch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sammlerfreak.